Listen up, Airborne. The following is a summary of FM 5812, Chapter 1, Advanced Tactics. The airborne paratrooper must be strong, smart, and fast. Nobody ever won a battle by standing still. Ach, Schnarch, Militärlehrvideos sind immer so langweilig. Dabei ist das Leben eines Airborne Rangers doch so viel aufregender. Na, das ist doch dann gleich schon viel dramatischer. Jeder der 6 Einsätze in Medal of Honor Airborne beginnt mit einem Missionsbriefing und dann mit dem Anflug auf das Zielgebiet. Anders als in Brothers in Arms, in dessen erster Szene sie ja auch aus einem solchen Flieger hüpfen, steuern sie ihr alter Ego schon beim Absprung selbst. Das hier ist also keine Zwischensequenz, wir schauen uns selber um und lenken den Schirm dahin, wo wir gerne aufsetzen wollen. Unter uns sehen wir das Zielgebiet mit den Flaks, die wir in dieser Mission auf Sizilien zerstören sollen. Unsere Landezonen werden mit grünem Rauch markiert, die Stellen sind also vergleichsweise feinfrei. Also steuern wir doch mal eine dieser grünen Wolken an. Ah, Autschi! Die Landung haben wir verbockt, normalerweise sollte man auf den letzten Metern die Sprungtaste drücken, um den Schirm zu bremsen. In den Landezonen liegen Kisten mit Munition und Erste-Hilfe-Päckchen rum, hier kann man also zum Nachrüsten zurückkommen. So, und wo geht's jetzt lang? The second is located just beyond the... Zum Glück haben wir bei der Einsatzbesprechung aufgepasst. 4 Flaks sollen wir sprengen, deren Standorte hat man uns auf einer Karte gezeigt. Wir sind gerade in der grünen Zone unten rechts, wo die Flaks sind, können wir erahnen. Da müssen wir natürlich durch die roten Zonen durch und da sind Feinde. Neben der Pistole können wir nur 2 Waffen mitnehmen, idealerweise also ein Gewehr für draußen und eine Maschinenpistole für drinnen. Im Gegensatz zu Call of Duty 2 etwa, heilen sie nicht vollständig, wenn sie sich eine Weile verstecken, sondern immer nur bis zum nächsten Viertel Lebenskraft. Das sehen sie unten links. Das ist also eine coole Mischung aus Selbstheilung und Medipack suchen. Das war jetzt also eine echt knappe Angelegenheit, dafür haben wir jetzt die erste Flak erreicht und können sie sprengen. Noch 3 übrig, 2 stehen da oben auf dem Dach. Wir schleichen uns also zur Seite rein. Naja, schleichen ist relativ. Je mehr Gegner wir mit einer Waffe niederstrecken, desto besser wird sie. Hier haben wir uns einen neuen Griff für die Thompson erkämpft, der sie präziser macht. 3 Feinde in kurzer Folge erledigt, das gibt einen Erfahrungspunkte-Bonus. Jede Waffe hat 3 Ausbaustufen, die sich auf Präzision, Schaden und dergleichen auswirken können. Wir kämpfen uns aufs Dach vor und erledigen hier die Flakbesatzung. Nachdem der letzte Feind ausgeschaltet ist, jagen wir auch hier die Flaks in die Luft. Sie können das auch anders machen als wir und gleich auf dem Dach der Villa landen. Das ist dann vielleicht ein bisschen schwieriger, weil sie sofort inmitten der Gegner sind. Da sollten sie die Landung dann nicht verbocken. Sie können aber auch an einer möglichst schwierigen Stelle landen und so 5 spezielle Abzeichen pro Mission verdienen. Etwa auf diesem Turm hier. Eine gute taktische Position gibt's meist noch obendrauf. Sie sehen, das Leveldesign von Medal of Honor Airborne ist ziemlich offen, denn Sie können sich Ihre Landepunkte und die Reihenfolge der Ziele und den Weg dorthin selbst wählen. Und keine Sorge, runter kommen Sie immer.
Medal of Honor Airborne fühlt sich so ein bisschen an wie Battlefield für Singleplayer. Das liegt an diesen großen Karten. Hier kann man sich wirklich seine eigenen Wege suchen und überlegen, was man zuerst machen will. Das macht einen großen Spaß. Spaß ist wohl auch der Schwerpunkt des Spiels. Sprich, mit Realismus nimmst du das Spiel nicht so genau. Auch mit geschichtlichen Hintergründen. Da gibt es dann schon mal den Super-Wehrmachtssoldaten, der gepanzert ist und ein MG aus der Hüfte schießt. Das ist also alles eher so ein bisschen Popcorn-Kino. Macht aber trotzdem oder gerade deshalb besonders viel Spaß.